mit Power. Good morning. Good morning. Wie ist die Lage? Alles super, bei dir? Es ist ein bisschen früh, aber es geht. Boah, ist das eine Drecksbaustelle hier, ey. Ich weiß gar nicht, wie viele tausend Jahre das noch so sein soll. Kann man so wunderschönen Baustellenfahrschule sehen hier. Eigentlich hätte ich hier eine Dirtbike-Schule aufmachen sollen, keine Fahrschule. Wohin fahren wir jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Oh, Gesundheit dauern. Und wir fahren jetzt erstmal zur Kita. Ich schmeiße jetzt erstmal an der Kita raus. Jetzt gehen wir in die Kita. Ja. Hallo. Fußdalli? Ist alleine laufen? Dann will ich dich tragen. Dann trag. Dann klingel mal. Bing-Bong. So. So, ich klingel auch nochmal. Jetzt geht's los. Der Aaron ist da. Schönen Tag euch. Ja. Tschüssi. Bis später, Peter. Ja, Kinder. Auch nie gedacht. Wenn das mal einer gesagt hätte in der Realschule, aber naja, Reserverad fehlt. Tolle Info. Daran erkennt man auch die wunderschöne Verkehrsführung unserer Stadt. Ich habe keine Ahnung, wie viel Gras die Städteplaner bei uns rauchen. Ich glaube, auf LinkedIn haben die einen Job ausgeschrieben als Städteplaner. Aber weil ich leider kein Bauingenieurstudium habe, konnte ich mich nicht bewerben. Ansonsten hätte ich mich tatsächlich beworben. Und dann ein, zwei Ideen eingebracht, wie man den Verkehr in der Stadt hier flüssiger gestalten könnte. Komische Wortwahl, aber es ist so. Dann sind wir auch schon gleich da. Yes, und dann holen wir das wunderschöne Mikrofon. Ich habe gestern auch noch ein bisschen was umgebaut. Aber kannst du ja gleich kurz sehen, wenn wir das Mikro holen. Ich war mir übrigens nicht sicher, ob ich den PC gestern reingeräumt habe oder nicht. Ich hoffe nicht, dass wir da jetzt hinkommen und der steht mitten auf dem Parkplatz. Das wäre sehr schlecht. PC auf dem Parkplatz? Ich war mir einfach nicht sicher, ob ich ihn ausgeladen habe oder nicht. Ah, ich habe ihn doch reingeräumt. Da steht er. Ich habe diese tolle Fernbedienung und da kann ich so machen. Und dann ist auch schon hell. Da wäre ich nicht sicher. Das müssen wir auch alles noch aufbauen und so. Ah. Dann fahren wir von der einen Fahrschule in die andere Fahrschule in die andere Fahrschule. Das ist ein schönes Auto. Achso, das? Ja. Auch deins? Nein, Mann! Achso. Das ist das gleiche Auto wie das, womit wir fahren. Achso. Nee, nicht genau das gleiche. Ich glaube, das war 350D, also Diesel. Und das hier ist 500 Benzin. Also total ökologisches Auto. Wäre auch was für die letzte Generation. Ich weiß gar nicht, man sieht, glaube ich, den aktuellen Verbrauch von dem Auto hier. Man hört hier quasi, wenn man sein Geld verbrennt. Einer der Gründe, warum wir übrigens noch eine Fahrschule aufmachen, ist die Parkplatzsituation. Die Parkplätze, die wir haben, sind begrenzt. Ich habe auch keine Ahnung. Wir finden bestimmt in irgendeinem Vlog mal raus, wie viele Autos wir haben. Das soll auch nicht Banane klingen. Es ist einfach so. Ich habe keine Ahnung. Komm, wir gehen rein. Ich glaube, ich habe Schlüssel. Gesehen, glaube ich nicht gesehen. Erste Folge, Rob verliert Schlüssel. Ich glaube, ich habe den Schlüssel, da wo wir gerade waren, da drin liegen lassen. Oh nein. Ich bin mir nicht sicher, wie potenzielle Möglichkeit existiert. Ja, die Leute mal gucken, wenn sie so mit der Kamera, dann denken die immer mal, wer besonders wichtig. Also kleiner Tipp für die Leute, die überhaupt nicht wichtig sind, einfach mit einer Kamera rumlaufen, dann denken alle, ihr seid wichtig. Jetzt sind wir wieder in der anderen Fahrschule. Man muss sich auch irgendwie die Zeit vertreiben. Irgendwann spiele ich hier Flipper. Vielleicht auch schon gleich. Haben wir gleich Freizeit oder was? Nein, wir warten jetzt auf Elisa und auf Anni. Und Elisa und Anni. Dann tauschen wir die Autos und fahren nach Essen. Aber ich zeige euch was. Elisa hat nämlich gestern, glaube ich, Capri-Sonne gekauft für den nächsten Kurs. Oh, nicht nur Capri-Sonne, es gibt auch Bonbons. Also es gibt einige Capri-Sonnen, gibt es auch Cola eigentlich. Warum kauft niemand Cola? Gibt es keinen Capri-Sonne-Cola mehr? Capri-Sonne-Cola schmeckt doch gar nicht. Doch, boah, ich mag das. Echt? Ich der einzige Mensch, der das macht? Naja, ist kein Cola dabei. Dann würde ich sagen, warten wir, bis Elisa kommt. Ich habe gedacht, wir holen so einen Flipper, der so ein bisschen was... Oh, da ist der Ball auch schon weg. Da kann man erkennen, dass ich ein absoluter Vollprofi bin. Um ehrlich zu sein, ich bin noch gar nicht richtig wach. Du bist dran. Ja. So, Christoph, was machen wir hier? Ich weiß es nicht. Christoph? Manage das hier alles. Naja, ich mache hier nicht so viel. Jenny hat 4 Stunden beim Straßenverkehrsamt gehockt. Für 3 Bleche. Für 3 Bleche. Für ein DX. 4, 3, 5. Das heißt also, da sind jetzt auch die Mopeds angemeldet. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas sehen wollt, ob wir den Kicker mal von unten filmen sollen. Ich habe immer gedacht, kein Mensch will Fahrstundenvideos sehen, weil das ist als Fahrlehrer im Prinzip das langweiligste der Welt. Dazu habe ich mir nämlich übrigens Folgendes überlegt. Wir haben ja auch mehrere Fahrlehrer. Kriegt jeder so ein paar GoPro-Aufkleber ins Auto. Immer dann Ausschnitte von einzelnen Fahrschülern, Fahrlehrern, Fahrstunden. Ist ja vielleicht auch interessant, was wir hier so für ein Team sind. Dass wir mal die ganzen Gesichter sieht. Ja genau, über viele die kennen halt
nur über die Zeit. Ja, genau. Und das soll ja sich ja ändern, dass wir einfach alle hier mit reinnehmen. Ne? Christoph macht auch ASF. Für die, die nicht wissen, was ASF ist, das sind diese Aufbauseminare für die Leute, die hochtalentiert sind. Vergessen haben, dass eine rote Ampel rot war und Stoppschild halt Halt bedeutet. Es ist so, dass wir heute die Beobachtungsfahrt machen. Teilnehmer fährt eine halbe Stunde, wird beobachtet von zwei weiteren. Und dann kriegt man halt drei verschiedene Meinungen auf einmal auf den Tisch gelegt. Und das besprechen wir in der zweiten Sitzung. Das heißt, gesetzlich ist es vorgeschrieben, dass du nach der ersten Sitzung von 135 Minuten bis zur zweiten Sitzung 35 Minuten quasi die Beobachtungsfahrt mit jedem Teilnehmer hast. Tschüss. Ah, hallo, guten Morgen. Hallo. Überfall? Überraschung. Okay. Werde ich jetzt jeden Morgen begrüßt? Das könnte sein. Lisa, hallo? Hallo, ich bin leider erst um 5 vor da. Ich bin aber unterwegs. Alles klar, bis gleich. Kannst du mir einen riesigen Gefallen tun? Soll ich den Kaffee drücken? Ja. Mach ich. Ja, läuft schon. Elisa? Danke. Kurze Vorwarnung. Kevin begrüßt dich hier. Wer? Dalli. Okay. Ja. Ihr bleibt mit dem Kaffee vielleicht raus. Haben wir nicht irgendwie to go? Gibt's sowas nicht? Haben wir sowas nicht? Nimm doch einfach einen Löcher oder ein Glas. Ja, willst du das ein Glas mitnehmen? Was ist das hier? Das sieht aus wie so ein... Das ist ein Tupper. Sehr überteuerter Kunststoff-Müsli-Becher. Da gibt's auch einen Deckel zu. Ist der hier der Deckel? Wir sind zu Hause, der Deckel. Ah. Also, obwohl, wenn der Becher hier ist, dann könnte auch der Deckel da sein. Ich möchte einen Latte Macchiato haben. Bei der Gelegenheit kannst du ja auch einen für mich mitmachen. Ach so, Win-Win-Situation. Korrekt. Morgen. Guten Morgen. Hey. Komm schnell hier rein. Good morning und schönen Gruß an meine Follower. Kann ich mein Auto dann auf den Parkplatz von dem Bus? Ja klar. Das könnt ihr beide das teamworkmäßig raussetzen, reinsetzen? Ja. Danke. Also die Autos fühlen sich nicht an, als wären das meine Autos. Das sind ja auch eigentlich nicht meine Autos. Die gehören der Firma. Ja, ich bin Geschäftsführer, aber irgendwie ist das nicht das Gefühl. Das ist, also, ihr wisst, was ich meine. Früher, als ich gar kein Auto hatte, da dachte ich immer so, boah, wie cool wäre das denn, wenn man das oder das oder das. Und dann irgendwann holst du das. Das ist so komisch. Irgendwie ist das nicht so ganz greifbar. Die fahren einfach die Autos. Guck mal da. Keine Ahnung, wer das einprogrammiert hat. Ich weiß es nicht. Irgendwer von den Fahrlehrern. Aber es sieht witzig aus. So, das ist so ein bisschen... Ach, es gibt doch diese Spiele auf dem Handy, wo man ein Kästchen in das andere schieben muss, damit dann... So ist es hier mit dem Parkplatz. Voll Katastrophe. Also als wir nur zu zweit waren in der Fahrschule, war das ja alles kein Problem. Aber jetzt... Komm ich raus. Nicht schlimm, ich fahre gleich. Challenge accepted. Zugepackt mit einem Stein. Du kannst das besser. Dein Macchiato steht auf dem Tisch. Das ist dein Müsli-Becher. Danke. Riesigen Stein hinter diesem Parkplatz. Vor allen Dingen, wie viele Leute die Steine schon weggeklatscht haben. Ich versteh's nicht. Ja, auch Rentner, die fahren dann da rückwärts raus und ballern jedes Mal diese Steine um. Ich weiß auch nicht, ob die Stadt das war, um die Bäume zu schützen oder was. Wie lange fahren wir jetzt, Rob? 50 Minuten. Ich fahr nicht. Wie? Skiurlaub ist abgesagt. Weil auch heute die Vlogs starten. Wir haben im Urlaub fast nicht einmal über Arbeit gesprochen. Deswegen war das auch ein schöner Urlaub. Ja. Aber ich weiß nicht, dass du Vlogs machst. Ja doch, geht ja wieder los. Wir sind gerade dabei. Du bist also live auch drauf. Bis später. So, und wer war das jetzt, Rob? Das war Vito. Den lernt ihr mit Sicherheit auch kennen. Vito hat eine Werkstatt. Der macht auch alle unsere Fahrschulfahrzeuge und so ein Kram. Brief wurde abgeschickt am 14.03.2023. Letzte Woche, der ist gestern angekommen, der Brief. Also scheinbar haben sie den per Kutsche geschickt, aber es ist ja egal. Und in diesem Brief teilen sie dir mit, dass der genaue Termin für den Auftrag am 20.02.2023 also vor einem Monat. Ach, da findet der statt. Ah, okay. Mhm. Und? Zwischen 8 und 16 Uhr. Die wollen mich doch verarschen. Sind da nicht die Zugangsdaten drin? Nein. Leider war am 20.02. wahrscheinlich niemand vor Ort, weil wenn der Brief erst am 16.03. abgeschickt wird, ist das schwierig. Ich rufe die anderen Fragen. Ich habe die nicht alle Latten am Zaun. Kennen Sie schon die 2? Genau. Wirklich die 1. Die 2. Nicht, dass ich da schon mal angerufen hätte. Tag. Ich mache das Beste aus den Umständen. So formuliere ich das mal. Ein Optimist und ein Stehaufmännchen, ja? Ich lese Ihnen mal einen Brief vor, den ich von Ihnen bekommen habe. Und dann erkennen Sie vielleicht die Situationskomik dahinter. Am 14.03. habt ihr einen Brief losgeschickt. Der ist gestern angekommen. Und in diesem Brief steht, wir freuen uns, Ihnen mir das genaue Datum mitteilen zu können, wo Sie am 20.02. 20.03. oder 20.02. 20.02. Ja. Mal kurz was gucken.
meine, ich möchte ja nicht viel, ich will wirklich nur Internet. Das Datenblatt wurde gestern erneut versendet. Moment, ich telefoniere mal kurz. Wie kann man denn so drauf sein? Was ist denn los mit den Menschen? Nee, wirklich sehr lustig, weil du ja von vornherein gesagt hast, du hast keinen Bock, einen Anschluss abzuschließen. Das ist jetzt wirklich wieder nicht funktioniert. Das ist insane. Weil ich habe ich so gedacht, okay, ist halt Internet. Das ist halt Internet. Was soll schon schief gehen? Und du siehst ja, was da schief geht. Die schicken am Mitte März einen Brief raus, dass sie am 20. Februar gekommen wären um 8 Uhr. Das ist auch geil, dass er sagt, ja, den Brief haben wir gestern nochmal abgeschickt. Wo soll der denn hingeschickt werden? Ach so. Mann! Vor allen Dingen, dieser Anschluss kostet irgendwie einen Fuffi im Monat. Und die berechnen die seit Februar. Mir geht's ums Prinzip, ich zahle doch nicht für einen Anschluss, den ich nicht habe. Gucken, mit wem er jetzt da telefoniert. Ja, mit seiner Schwester. Ich habe hier einen Kunden, ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Der ruft schön nicht an, ja, ich schicke doch die Briefe los. Weiß ich doch nicht, wohin. Aber losgeschickt habe ich sie. Rufen und fragen, ob... Oh, er hat aufgelegt. Ich bin irgendwie aus der Leitung geflogen. Zugriff zu Ihrer E-Mail-Account, da gucken Sie mal rein. Sind da die Zugriffe? Ja, ach, ein Traum. Ich habe da mal eine Ausnahme gemacht, da ich Sie ja jetzt schon kenne. Ich möchte ja wirklich nur Internet haben, mehr möchte ich ja gar nicht. Die Mail bitte aber löschen, ja, ne? Ausdrucken, löschen. Und rasiert, damit niemand zurückverfolgen, was passiert ist. Oh, lieben Dank. Kamerad, wann kannst du mal hier zur Baustelle kommen? Das kann noch eine Minute dauern. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Hi, was ist das denn für eine krass geile Location? Hammer geil, oder? Ja, mega. Was haben wir jetzt in der Halle gemacht? Also wir haben uns die Location angeguckt für die Veranstaltung im Oktober. Wir haben uns jetzt noch kurz ein Brötchen reingezogen. Jetzt fahren wir wieder zurück zur Fahrschule, danach zur Baustelle. Danach gucken, was dann zeitlich alles noch drin ist. Und haben wir der Anni noch ein Brötchen mitgebracht. Hallo. Hallo. Ich hole mal ein Tablet. Du müsstest so tun, für die Kamera, als hätten wir nicht sehen. Ich meine mit allen Mitarbeitern, so ist immer eine gute Pflege. Fahren wir jetzt zur Baustelle, da ist auch schon wieder richtig Action. Wie läuft's? Wer gewinnt? Ja. Oh. Ich mach mich jetzt kurz leichter. Willst du mitkommen? War ein Scherz. Achso, Hund auf die Toilette. So, wir Pestos sind auch wieder weg. Ich brauche die Belege von dir, bevor du weg bist. Ja, ich bin zufrieden. Natürlich, Chefi. Meine Mutter, ihr Sohn ist gut erzogen. Ja, sonst läuft das nicht. Wohin fahren wir denn jetzt, Rob? Jetzt fahren wir zur Baustelle. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber ich baue nebenbei noch ein Mehrfamilienhaus. Weil ich zu geizig war, den Architekten die Bauplanung machen zu lassen, habe ich mir einfach gedacht, weil ich so viel Freizeit habe, mache ich die Bauplanung einfach selber. Das hat zur Folge, dass ich mich mit quasi allen Gewerken, also den Fensterbauern, Elektrikern, den Maurern, allen, immer wieder austauschen muss, sprechen muss, Sachen planen muss. Macht auch Spaß, das zu machen. Diese Vielfältigkeit dahinter gefällt mir sehr gut. Ich mag nicht jeden Tag das Gleiche machen, das werdet ihr in diesem Blog auch feststellen. Aber es ist auch sehr anstrengend. Es ist schon auch eine Herausforderung, auch für mich, weil es auch leider kein Drehbuch gibt, wo drin steht, wie sowas geht. Ich kann auch nie, also wenige Leute fragen, die sowas gemacht haben, die dann eine Blaupause haben und sagen, ja, Rob, mach doch das und das und dann läuft es ganz einfach. Das heißt also, das ist hier quasi Learning by Doing. Guckt es euch doch einfach an. Ich würde jetzt auch zur kleinen Vorwarnung, weil ja noch niemand weiß, dass ihr jetzt mit dabei seid, einmal kurz reingehen und uns ankündigen, damit die nicht gleich einen Herzinfarkt kriegen, wenn wir gleich hier alle da auftauchen. Die Baustelle muss auch irgendwann jemand mal aufräumen. Also das weiß ich noch nicht genau, wann ich das machen soll. Aber das wird mir schon einfallen. Wenn ich Zeit habe, komme ich mal nachts hier hin und dann nehme ich eine Schippe mit und dann räume ich auf. Wir sind da. Da oben kann man sehen, das war mal ein Haus mit so einem Spitzdach. Das haben wir jetzt quasi abgerissen. Da ist jetzt dieses Flachdach drauf. Ja, wenn euch mehr davon interessiert, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich habe mit den Fensterbauern gesprochen und die haben mir halt gesagt, irgendwo da in der Mitte nach draußen. Kriegt ihr das hin? Können da die Jungs da rausbohren? Das soll nicht das Problem sein. Also ich meine, ich habe ja schon geschnitzt hier wie ein Irrer. Wenn die sagen, Kabel nach draußen, kriege ich einfach Aufputzthermostate. Ja, Kabel gebunden oder Funk? Raumthermostat extra flach mit Wechselkontakt. Kabel. Ja. Habe ich auch hier VT, heißt, was heißt das, Verteiler? Also HKV würde Heizkreisverteiler heißen. Dann habe ich HKV vergessen. Sprechanlage. Da steht ein Schild, das habe ich selber geschrieben, da steht Haustüranschluss wo. Das heißt quasi, ich weiß es nicht. Etagendrücker von außen? Ja, nein. Was heißt das? Du stehst vor der Tür und klingelst, wenn du mal drin bist. Willst du einen Nachbarn oder willst du klopfen? Angenommen, du bist jetzt schon im Hausflur und willst jetzt hier in diese Wohnung rein. Willst du da klopfen oder willst du die Option haben, hier nochmal zu klingeln, dass es hier drin klingelt? Weil da musst du ja hier draußen noch einen Taster haben. Sei klopfen. Kostet ja alles Geld. Guck mal, hier habe ich selber mir hingeschrieben, so ist richtig.
Man muss sich auch mal selbst motivieren. Ich habe gedacht, hier eine Steckdose. Ist auch doof, ne? Wenn ich sage, kackt man, dann macht der da das Licht aus. Ne? Ist auch ja, aber gut, dafür gibt es ja Kontrollschalter. Da hast du halt rote Lämpchen dran, ne? Dann weiß ich, ob einer drauf ist oder nicht. Okay. Da hattest du mit Kevin schon gesprochen, zwecks Steigepunkte von oben runter, sprich für die ganzen Hauptleitungen und Klingel und sowas alles? Das ist das, was ich meine. Man hat einfach gar keine Ahnung und dann kommen immer diese Fragen, von denen man keine Ahnung hat. Was heißt Steigeleitung? Ist hier oben, glaube ich, auch schon alles so weit angezeichnet, ne? Guck mal, so sieht das aus. So bleibt das auch. Das wird traditionell Rotzwand, heißt das. Ein Jahr meines Lebens auf dem Bau gearbeitet und habe immer die Säcke in diese Putzmaschine gemacht. Und das Ding zu halten, also brauchst du auf jeden Fall keinen Equipment mehr für. Wenn du das gemacht hast, einen ganzen Tag lang, bist du durch mit dem Thema. Ärgerlich. Der Schraubenklemmer. Das ist, wenn du zu groben Shit bestellst. Wenn du das Zeug nicht klein machst, dann geht es nicht gut durch die Leitung. Kalle, wir sind durch. Ja, wenn ja was ist, bimmelt ihr durch und ja, dann... Ja, wenn, dann melde ich mich. Tschüss. Tschüss. Ja, ja, Dalli. Jetzt siehst du mal, wie das auf der Baustelle läuft. Ein Traum. Ja, ich war ja mal Maler und Lackierer, ne? Ist das so? Ja. Das heißt also, wenn ich jemanden Also was heißt, ich war, ich habe Praktikum gemacht. Der Chef meinte, ich bin zu schwach für den Job. Pinsel musst du halten können, ne? Das ist richtig. Das ist nicht nur Pinsel halten. Anni. Jedenfalls hat er halt jetzt die Polizei angerufen. Jetzt sagt ihm die Polizei, er soll da stehen bleiben an diesem Unfallort, ja, wo nichts dran ist, gar nichts am, ja, Spiegel. Es werden aber noch zwei Fälle davor dran. Das heißt, es kann dauern. Dann sagte Jan halt, ja, die Fahrschule ist hier 2 Meter entfernt, dann sollen sie doch da hinkommen. Da sagt der Polizist zu ihm, nee, wenn sie sich vom Unfallort entfernen, ist das Fahrradpflicht. Oh. So, Rob, was ist denn da jetzt überhaupt passiert? Fahrschule hat aus Versehen in der Prüfung hier an den Außenspiegel gekommen. Es ist nichts passiert. Keinen Schaden an unserem Auto oder an dem anderen Auto. Man hat es halt gehört, dass die sich so tuck. Und jetzt muss Jan angeblich auf die Polizei warten. Es ist ungünstig. Wir können jetzt nicht 5 Stunden warten, bis die Polizei da rauskommt für einen Außenspiegel, den man nicht sieht. Deswegen recherchiere ich jetzt einmal die genaue Wartezeit und Angaben, die man machen muss, um dann den Fahrlehrer anzurufen und zu sagen, pass mal auf, so und so machen wir das jetzt. Also gebt mir eine Sekunde, ich recherchiere mal eben und dann gucken. Servus, Paragraf 142 StGB, Absatz 1, Satz 2. Je nach Schwere des Unfalls ist eine Wartezeit von maximal 30 Minuten angemessen. Ich wollte nur sagen, du musst da jetzt nicht 3 Stunden warten, ne? Der sagt aber, das wird eine ganze Zeit dauern, wahrscheinlich auch weit über 1 Stunde, weil er hat da noch 2 Fälle liegen und die sind wohl wichtiger. Ja, und deswegen werden die auch erst. Genau. Ja, und da gesagt, wenn sie jetzt wegfahren, ist das Fahrrad. Also ich schicke dir das jetzt und schick ich fahre einfach mal eben zur Lagerstraße. Und ich rufe da an, genau. So was mache ich halt den ganzen Tag. Shit. Also, und deswegen habe ich auch kein Fernsehen zu Hause. Hunde, kommst du klar, ne? Ja, klar. Alles klar. Na, du. Scott, komm rein. Der freut sich einfach. Ja. So, früher, als ich einen Schlüssel hatte, war das alles cool. Heute sieht meine Schlüsselbox so aus. Naja. Life is life. So ein Feini. Er hat das auch schon bei euch irgendwo gemeldet, wahrscheinlich bei einem Kollegen. Und der Kollege hat ihm gesagt, da sind jetzt noch 3, 4 Fälle vor ihm dran und er soll warten, kann aber 1 bis 2 Stunden dauern. Das ist ja quasi direkt neben der Fahrschule passiert, in der Parallelstraße. Und da ist dann alles da. Tschüssi. Jetzt rufe ich den Jan an. Ja, die kommen in die Fahrschule, muss nur in der Fahrschule einmal Führerscheinkopie vorne, hinten, Fahrzeugscheinkopie. That's it. Manchmal bin ich selber erstaunt, wie es manchmal laufen kann. Irre, oder? Gestern habe ich übrigens versucht, das Auto in die Halle zu fahren, aber es hat nicht ganz gepasst. Verdammte Axt. Weiß ich nicht, ob dieser Schlüssel gepasst? Nein. Ah! Ich weiß auch nicht, ob dieser Schlüssel hier passt. Wir sind ja auch noch sehr neu. Nein. Hier haben wir dann einen großen Parkplatz für alle Autos, dass wir keinen Parkplatzmangel mehr haben, wie wir Parkplatzmangel haben. Das wird quasi dann der Anmeldebereich so für die Fahrschule. Alles jetzt hier noch quasi im Umbau, wie ihr seht. Da ist auch noch da. Und hier kommt der Simulatorraum rein. Der ist quasi schwarzer Raum. Das hier wäre die Schulungsräume. Hier machen wir quasi dann Fahrschule. Unterricht als Unterricht. Kommt dann dahin in die Bühne rein und das wird alles auch noch umgebaut. Aber ich kann auch nicht alles verraten, weil sonst gibt es ja gar nichts Spannendes mehr. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie mein Tag ungefähr aussieht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich keine Zeit mehr habe für Fahrstundenvideos an sich, so wie das vor 2 Jahren noch ging. Jetzt ist es halt so, dass meine Tage sehr vollgepackt sind. So würde ich das mal vorlieb formulieren. Wenn euch das gefällt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch gefällt. Wenn euch das nicht gefällt, schreibt es mir auch in die Kommentare. Wenn ihr irgendwas anderes sehen wollt, was wir noch machen. Ich nehme euch gerne mit überall hin. Müsst ihr mir nur sagen, was ihr gerne sehen wollt. Dann gucke ich, dass wir das möglich machen. Also wir bauen das alles jetzt hier noch aus, um und so weiter. Also ihr seht ja, wo wir hier sitzen.
und wie das Ganze so aussieht. Wenn ihr das wollt, nehme ich euch gerne mit. Schreibt mir das in die Kommentare. Abonniert habt ihr schon, gehe ich stark von aus. Ich werde jetzt gleich irgendwann noch Aaron von der Kita abholen. Das darf ich nicht vergessen. Steck Eltern des Jahres 2027. Dann würde ich sagen, nehme ich euch quasi schon in ein, zwei Tagen wieder mit im nächsten Vlog. Dann geht's weiter. Schreibt rein, was ihr sehen wollt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen.